Was ist das? Das ist nicht das Auge Saurons. Das ist die Kugel der Liebe, Amenarkolm. Ich sag dir das, wenn du das jetzt kaputt machst, dann bricht hier der richtige Krieg los. Gestern haben wir diese wunderschöne Brücke gebaut. Die ist saugeil. Das ist eine saugeile 1A-Brücke, Leute. Die ist absolut nice. Und wir bauen unsere Brücke weiter in Minecraft. Ich habe Folgendes vor. Ich würde gerne hier oben würde ich gerne einen Durchbruch machen, wie bei einem Dammriss, no homo. Ich würde gerne diese beiden Kanäle miteinander verbinden, als würde ich verschiedene YouTube-Accounts morphen. Chimex hat seinen Turm fertig. Das schauen wir uns jetzt mal an. What the f***? Digga, das ist einfach ein Sch. Hä? Bro? Was ist das? Also entweder ist das der Webvideopreis für Arme oder einfach ein massiver Magic Wand, mit dem sich Frauen einfach befriedigen im Schlafzimmer. Das sieht no joke aus wie ein riesiges F-Toy. Checkt ihr das? Das ist einfach ein. Das ist nicht das Auge Saurons. Das ist die Kugel der Liebe, Amenarkolm. Ach, Digga, also, ach, Trimax, Bro. Das ist ja wohl an Doppeldeutigkeit nicht zu überbieten, dieses Ding. Hallo? Alter, Kevin, seit wann ist unser Viertel gesponsert? Trimax hat da einen riesigen Magic Wand hingebaut, Bro. Der ist geil, ne? Das ist ein Toll. Das ist ein Magic Wand. Das nutzen Frauen in Mitte 50, wenn der Mann. Das können wir so nicht stehen lassen, Kevin. Ich mach da nichts kaputt, Rivi. Ich find den geil. Du findest es geil? Ja. Warum findest du das geil? Weil mich so ein Sex-Boy anmacht. Aber das ist für Frauen, Kevin, ne? Kann ich ja auch als Mann benutzen, oder? Kannst du dir auch irgendwo hinhalten. Das geht, ja? Kein Problem. Habe ich auch kein Problem mit. Wir leben in 2020. Alles ist möglich, nichts muss. Aber, also, ich weiß jetzt nicht, ob ich neben einem riesigen Du kannst das nicht einfach jetzt kaputt machen oder abreißen. Max ist heute extra und jetzt ohne, dass ich in den Arsch kriechen will, ja? Der hat mich einfach random heute geradet. Ich habe nur 5 Minuten mit dem geredet, weil der war online, wollte die ganze Zeit da fokussiert bauen. Ja. Der hat heute 2,5 Stunden ist der extra online gekommen und hat für seine Community gestreamt, um diese Honigkugel da oben drauf zu bauen. Ich sag dir das, wenn du das jetzt kaputt machst, dann bricht hier der richtige Krieg los, weil dann wird Max ohne Gnade dein gesamtes Haus vernichten, glaub ich. Wegen einer Kugel? Wenn du die kaputt machst, wird er dein ganzes Haus in Grund und Boden sprengen. Das steht nicht in der Verhältnismäßigkeit. Ja, das wird ihm egal sein. Der wird dein Haus in Grund und Boden sprengen und wird Craft Attack beenden. Wenn du hingehst und dieser Kugel auch nur einen einzigen Block abbaust. Aber Digga, das sieht aus wie ein Toy. Alter, wir haben eine Verantwortungsfunktion, eine Vorbildsfunktion gegenüber den Zuschauern. Mann, wir können nicht einfach irgendwo ein Toy bei uns in der Nachbarschaft haben. Das Problem ist halt einfach, du siehst in allem ein Toy, weil du. Das stimmt nicht. Ich habe keine Sucht mehr. Ich bin therapiert worden. Ja, deswegen siehst du auch hier in Max deinem Turm einen Also Kevin, wenn man sich das mal genau anguckt, dann wird das jeder erkennen, der das Ding kennt. Vielleicht bin ich auch der Einzige, der das kennt, weiß ich ja nicht. Für mich sieht das nicht so aus. Also, Digga, das sieht aus wie eine riesige Arschzigarre. Für mich sieht das aus wie ein Turm mit einer Kugel drauf. Neben also der Biene, die Honig aus ihrem Arschloch kackt, ist dieser Turm hier von Trimax. Das ist ein Magic Wand. Also, in meinem Chat sieht das keiner so wie du. Die sagen, das sieht eher aus wie von PlayStation, dieser Move-Controller oder wie eine Pfeffermühle. Aber niemand sieht da drinnen. Eine Pfeffermühle! Du siehst immer irgendwelche Sachen, die man sich einführen muss. Ist irgendwie, weiß ich nicht, Revi, willst du was eingeführt Falsch. Bekommen? Falsch, das wird nicht eingeführt, das kommt nur vorne drauf. Kevin, ich hab morgen Geburtstag, ne? Ja? Ja. Revi, du hast mir nicht mal geholfen, meinen Rekord zu brechen. Das musste jetzt meine Community übernehmen. Mann, das ist doch nicht mein... Die jetzt die 7000 Subs voll machen. Oh, Mensch, du armer Junge, du armer Kerl. Ich kann mir so leid. Tut mir leid, ich kann mir keine 5er Subbombe leisten. Strobel, ganz kurze Frage an dich. Du bist doch Wissenschaftler, was angeht, oder? Du hast doch so viel gehabt wie kein anderer hier. Du bist doch der Meister, der bist doch der Lord. Ganz wichtig, hör mir zu. Nein. Also, der Turm von Trimax, sieht der aus wie ein Magic Wand? Antworte mir jetzt, sonst schrei ich dazwischen. Nein, Mann, das ist gerade übel wichtig, Mann. Antworte mir doch einfach. Warte kurz, Tea Time. Ja, bitte? Warst du an der Raid Farm? Nee. Gut, also wenn ich jetzt da gestorben bin und keiner die Chunks geladen, müssten noch meine Sachen liegen, oder? Oder die spawnen die einfach so oder so nach 5 Minuten nach dem Tod? Theoretisch müssten die dort liegen, aber ich meine, dass der... Keine Ahnung, musst du testen. Ja, ich schau jetzt, wenn ich habe ich alles verloren, was ich hier hatte. Das ist schade. Findest du denn, dass Trimax Turm aussieht wie ein Hm.
Es geht. Ein bisschen schon, oder? Oh mein Gott, es liegt noch alles da. Du hast Glück, Alter. Und jetzt sag mir, was du zum Turm sagst. Turm, oder? Ja, nicht ganz, oder? Bisschen, oder? Ja, ein Wank vielleicht. Ja, siehst du? Ein bisschen da. Und das ist ja kein Projekt, wo wir sowas machen eigentlich. Finde ich schade. So, und jetzt willst du dafür bei Max die Kugel kaputt machen, oder wie? Nee. Hätte würde das eh machen. Den Nether Hub, den muss ich mir noch angucken. Den hat G-Time gebaut, ne? Oh, Baby, ist nur Hallöchen. Spark, der Turm von Trimax. Ja. Findest du, der sieht aus wie ein Singstar-Mikrofon? Nee, ich habe gehört, du findest ihn eher wie ein Toy. Ich wollte jetzt bei dir eigentlich Copyright, sag ich mal, friendly, also, ne, werbefreundlich sein, deshalb sage ich Singstar-Mikrofon, aber absolut, der sieht aus wie ein Magic Wand. Ja, habe ich gehört, dass, oder mir hat der Chat gesagt, dass du da so findest. Alter, Chef Strubel, kannst du auch so singen? Junge, wenn ich könnte, glaube, ich würde dich in meine Modelagentur nehmen, Chef Strubel, die habe ich auch noch, ne, Künstlermanagement und Modelagentur. Es geht dich gar nicht an, G-Time, was ich privat mache. Darf ich deinen Oberkörper posen, oder was? Oberkörperfrei und Fußpicks. Wir brauchen eine Menge Fußbilder von dir, Chef Strubel. Ich glaube, du hast richtig schöne Füße. Spark, hast du schöne Füße? Alles klar. Nehmen wir als ja. Spark ist auch in der Kartei drin. G-Time, was können wir von dir anbieten? Komm, dich versellouten wir auch noch irgendwie. Ich hab Brüste. Ich würd G-Time da sehen, wenn er so eine Kochmütze anhat und hat so einen Burger in der linken Hand. Ich werd richtig gerade. Hör mal bitte auf. Oh, Kevin, das klingt geil. Alter, Jamers-Time, Junge. Was denn? Boah. Geil, die habt, ne? Ja, ich will auch ein Portal haben, ne? Ja, musst eins bauen. Ich hab gestern mehrfach zu dir gesagt, Revi, Portal connecten und so, ne? Alter. Du kannst mir ja hier helfen. Nee, leider nicht. Das ist auch so eine Sache. Also, zum Beispiel, würde jemand jetzt sagen, zum Beispiel jetzt, sagt jemand bei Dena, der Hype ist vorbei? Nee, sagt ja niemand, oder? Das ist alles so, immer so. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie man damit, ob man damit kokettiert und damit so ein bisschen spielt und das so funny macht, so wie Mickey. Hallo! Ach, das ist doch unnötig, dass du hier die Wand kaputt machst, du dummer Creeper. Also ich würde auf jeden Fall sagen, Dena ist jetzt nicht mehr so im Gespräch wie früher, ne? Ja, aber das ist normal. Das hat auch nichts mit Hype zu tun. Also ich glaube, der Hype von Montana Black ist auch vorbei. Und der Hype von Knossi ist auch nicht mehr so krass wie früher. Und von Gewitter im Kopf ist der Hype auch vorbei. Weil im nächsten Monat gibt es wieder irgendwie Neues, der gehypt wird. Das ist halt normal. So klar war mein Hype und der Hype von... Was denn? Ich sag mal, so ein Hype tut sich ja nicht nur dadurch definieren, wie viel Aufruf oder Viewer jemand hat. So zum Beispiel Mont oder Knossi sind halt durchgängig im Gespräch. Von denen höre ich mehr als von dir. Ja, ich bin aber zum Beispiel auch im Fernsehen jetzt. Übrigens gibt es nochmal eine Wiederholung wieder zu sehen, meine Freunde. Im toten Medium im Fernsehen, ja. Von Trimax und mir, wie ich gegen Trimax gewonnen habe. Unglaublich geil gewesen. Sehr stark von mir gespielt. Ganz schwieriges Thema. Du kannst zum Beispiel richtig gut Events organisieren, Revi. Ja, meinst du nicht sowas wie Charity, sondern zum Beispiel... Ich mach nur Charity, ich will mich nicht selber an Events bereichern. Ich meine ja jetzt nicht so Events, wo du dich selbst mit bereicherst in der Hinsicht. Ach so, sondern andere. Keine Ahnung, so zum Beispiel, du hast ja mal so einen 24-Stunden-Stream gemacht oder so. Warum machst du sowas mal nicht? Hä, das kommt doch jetzt, das hä? Bist du lost? Bist du eigentlich auf den Kopf gefallen, G? Also manchmal muss ich mich wirklich fragen, ob... Also, Digga, am 13. ist ein Event. Ja, aber ich meine ja mal so auf Gaming und so. Hey, das ist doch auch Gaming. Da ist doch auch Gaming dabei. Du weißt doch gar nicht, was abgeht. Du hast dir den Plan ja nicht mal durchgelesen, weil du mich geantwortet hast, du Knecht. Ich hatte halt nie einen Hype, deswegen habe ich meinen noch nicht verloren. Oh, das ist strong. Spark, das ist mal wieder eine... Oh, da zeigt sich einfach wieder, was Spark auf Phoenix für ein Humble Guy ist. Ein Humble und Intelligent Guy. Ähnlich so wie ich. Geh mal No-Jog. Waren denn meine Hype-Zeiten dann? Alter, ganz am Anfang warst du schon krass. Also ich hatte noch nie so wirklich... Du hattest ein gutes Abo-Wachstum auf jeden Fall. Ja, aber Abos sind ja nicht alles. Also wenn er vielleicht so die monatlichen Kanalaufrufe oder so, da bin ich mit auf dem Allzeithoch aktuell. Also wo dann hast du, alter Spark, dann kann ich dir jetzt sagen, du hast einen Hype. Ja, so unfassbar. Du hast einen Hype gerade, Spark, ich fühl's dich an. Aber dann ist das ja mein zweiter sein. Das ist es ungefähr Spark, so 2005. Jetzt musst du anfangen, in den Titel immer Numero Uno reinzuschreiben. Allen zeigen, Numero Uno der Minecraft, damit alle wissen, dass du der Beste bist.